Wir hätten eine Frage. Kennen Sie einen, oder machen wir so, was halten Sie von Bauernregeln? Ja, die gibt es immer wieder, nach wie vor. Kennen Sie zufällig eine? Muss überlegen. Denken Sie, dass diese Bauernregeln heute noch Gültigkeit haben? Ältere Menschen, denen ist das ja wichtig? Ich glaube nicht, nein. Durch den Klimawandel wird das jetzt wahrscheinlich nicht mehr so zutreffen. Es gibt schon so gewisse Sachen, was jetzt von der Oma so weiß, schon, keine Ahnung, irgendein Lostag oder sonst irgendwas, und das muss so machen, und aber weiß ich nicht, ich denke nicht auf das. Noch einen Bauernkalender kannst du eigentlich halten, was ich so weiß. Also das heißt, Sie benutzen ihn nicht? Nein. Es glaubt keiner mehr dran, weil die jüngere Generation befasst sich nicht mit denen, weil für die gibt es das nicht. Das ist schwierig. Als Rheinländer in der Schweiz seit 20 Jahren weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke schon. Was halten Sie davon, von diesen Bauernregeln? Ja, gut. Also ich gehe davon aus, dass manche Bauernregeln schon gelten und manche eben nicht. Also das mit dem Wetter ist ja auch nicht mehr so, wie es mal war. Und alle reden vom Klimawandel, und da weiß ich eben nicht, ob die Bauernregeln noch gelten. Oder also jeder sollte das für sich ausmachen. Also. Ein bisschen was heute schon davon. Aber ich halte mich nicht danach. Ich lese sehr gern in der Zeitung, wo steht die Regeln und so. Aber genügt Ihnen das? Wir sind mit dem Mond aufgewachsen. Meine Eltern haben Sauerkraut gemacht laut Mond, weil die haben nichts anderes gekannt als wie die Bauern, weil da hat's kein Handy gegeben, dass sie nachschauen hätten können, ob das günstig ist für die Bauern, für den Sauerkraut. Ich halte mir an, das ist gar nicht. Weder Sternzeichen, noch Mondphasen, noch Bauernregel. Mondphasen sicher. Da ist sicher was Wahres dran, aber ich befasse mich einfach zu wenig damit. Kennen Sie jemanden, der sich daran hält oder den verwendet? Ältere Leute schon, und die Bauern eigentlich auch in der Umgebung, wo sie so was. Abendrot, gut Wetterbrot, Morgenrot, schlecht Wetterbrot. Jetzt bin ich baff. Ja, ich hoffe, ich passt. Nein, das stimmt sicher. Das ist eine der wenigen, die ich auch kenne. Ist in der ersten Augustwoche heiß, bleibt der Winter lang und weiß. Also generell auf unserer Höhe, auf knapp 2000 Metern, war es letzte Woche schon sehr weiß. Aber jetzt laufe ich schon wieder im T-Shirt rum und bin in der Steiermark. Also generell halte ich da nichts von. Wir hatten auch schon einen durchregneten August, und dann hatten wir bis Anfangs Januar überhaupt keinen Schnee. Kennen Sie eine Bauernregel? Nein, hab mich noch nie befasst damit. Ne? Fenster putzen oder was weiß ich, bei abnehmendem Mond oder keine Ahnung. Also doch schon ein bisschen in den Alltag integriert. Ein bisschen, ja, ein bisschen. Wenn ich es gerade lese, sonst schaue ich da nicht drauf eigentlich. Und worauf muss man beim Fensterputzen achten? Wo wird es besonders schön? Ich glaube, bei abnehmendem Mond, glaube ich, oder Haare schneiden, wenn der Mond im Löwen steht oder so. Das sind so einzelne Sachen. Friseurbesuche kann man nach dem Mond gestalten, auch Operationen. Ist ja. Das was Sie anwenden? Ja, sehr. Haarschneiden geht zum Beispiel nur in Löwentagen. Da gibt es eine, das September warm und klar verheißt ein gutes nächstes Jahr. Jetzt war ja der September nicht unbedingt hell und klar. Will man daran glauben oder nicht? Doch, ich glaube dran. Ich lese keine Bauernregeln, ich lese keine Sternzeichen, nichts, und lebe immer noch. Kopfwaschen tue ich mich nicht an Wassertagen. Was passiert sonst? Ich weiß nicht, das ist laut Mond. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind wir da so reingewachsen, aber es wird nichts passieren. Die Haare werden nicht weniger werden wahrscheinlich.